Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zu LEGO Dimensions und wir stürzen uns jetzt höchstwahrscheinlich in das letzte Level rein. Oh shit! Oracle, wie krieg ich dieses Ding kaputt? Ich dachte, ich erspare euch die Mühe und besiege euch stattdessen hier. Ich will meine neue Welt nicht gleich beschmutzen. Jetzt gibt es kein Zurück mehr! Locker, easy! Haha, habt ihr nicht mehr zu bieten? Ah, ist ja alles gar kein Problem hier. Was glaubt ihr, was ihr da tut? Schnell, Gandalf, bau die Kacke zusammen. Diese Blöcke scheinen Energie umzuwandeln. Sie könnten nützlich sein. Okay, jetzt die Sachen wieder einsammeln. Ist ja kein Problem. Zack. Noch mehr einsammeln? Nicht diesmal drei? Okay. So, da ist noch eins. Und da ist noch eins. Wir sehen uns später. Ja, wie man merkt, wird der Bossfight jetzt auch schon wieder extrem strapaziert. Wir müssen noch nicht dieselben Phasen immer 80 Mal erleben. Das ist, ich weiß nicht, das ist einfach so 90er-Jahres-Style, Alter. Das ist nicht geil. Ist, mein Wissen danach geht es doch sowieso weiter. Das wird ja nicht der allerletzte Bossfight jetzt sein. Ja, mach ich, warte. Ruf mich, wenn ihr mich braucht. Ruf mich, wenn ihr mich braucht. Gehen Sie bitte weg. Gehen Sie bitte weg. Gehen Sie bitte weg. Schuss. Eine Aufgabe für einen Zauberer. So. Okay. Schluss mit mir. Schnell das ganze Ding hier zusammenbasteln. Thank you.
Batman, bitte. So, komm her, du kleiner Roboter. Zack. Oh Mann, ey. Nochmal drauf? Okay. Yes, geht doch, Mensch. So, schnell zusammenbasteln. Jetzt brauchen wir doch das Gefährt hier wieder. Driving Car. Oh Mann, das muss natürlich wieder direkt in der Mitte in dieser scheiß Ecke da landen, meine ich. So, einfach schnell direkt zusammenbasteln. Und ich wette mit euch, dieses Ding wird es jetzt nochmal ein drittes Mal geben, oder? Oder meint ihr, dass es gleich zu Ende ist denn? Und dass es dann normal weitergeht? Ich glaub's ja irgendwie nicht. Und das meine ich, man muss es nicht immer strapazieren irgendwie. Langsam geht es wirklich auf die Nerven. Was ist denn jetzt los? Gandalf und das Auto, Alter, die verschmelzen. Geh mal weg, Auto. Du störst. Seht ihr? Jetzt kommt das wieder. Das meine ich, das sind immer so Dinger bei Spielen, ich weiß nicht. Es muss nicht immer alles dreimal gemacht werden und jede Phase ist länger als die davor. Das muss nicht sein. Es wird jetzt nicht cooler oder sonst was, deswegen, ich weiß nicht. Vor allen Dingen, weil es danach wahrscheinlich höchstwahrscheinlich weitergeht und nicht nur in diesem Dimensionsstrudel sich das Ganze abspielen wird. Gehe ich mal stark von aus. Ich kann mich natürlich auch täuschen, dann habe ich am Ende nichts gesagt. Außer, dass es dann nicht ein so cooler Bossfight war, ich weiß nicht. Also das jetzt hier ist ja jetzt nicht so geil. Ihr könnt jede Kreatur der Welt beschwören. Es wird euch nichts nützen. Okay. Wenn du meinst. Jetzt kommt die Laser. Jo. Und jetzt kommt das hier. Phase 3. Oh, Bane kommt. Jetzt streck ich erstmal mit Venom aufpumpen. Ich glaube, das war Venom, oder? War das Venom? Ich werde dich brechen. Klappe jetzt, Bane. Muss den wahrscheinlich hier reinlocken, oder? Wahrscheinlich muss ich den hier reinlocken, dass er das kaputt macht, bestimmt, oder? Oder nicht? Ja. Dachte ich mir schon fast. Komm, verzieh dich, Bane! Verzieh dich, hab ich dir gesagt. Zack, kriegst du eine Panzerschelle. Guckst du nicht schlecht, wa? Verzieh dich, geh mal aus dem Weg jetzt, du Pistbacke! Oh mein Gott. Hallo Jungs, darf ich das jetzt bitte mal ganz normal hinschieben? Danke. Und das meint, also ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, vielleicht bin ich ja auch immer nur der Einzige, der das meint. Aber das ist doch nicht geil oder so. Also, ich weiß es nicht. Das ist jetzt hier die dritte Phase mit Bane, ist schon in Ordnung. So, das macht auf jeden Fall Bock. Aber das davor, es muss doch nicht immer, wie gesagt, es muss doch nicht immer strapaziert werden, das geht noch. Thank you.
Okay. 2 von 3 haben wir. Komm her, Bane! Komm her, Bane! Komm, Baney, Baney! Du bist so blöd wie sonst was. Ja, okay, die Phase ist jetzt echt nicht schlecht, so mit Bane. Ich mag ja Bane. Was hält denn der plötzlich aus, Junge? So, verpiss dich, Bane. Du Lappen. So, jetzt haben wir es. Nicht wahr? Eine Dimension mit einem Herrscher. Kniet nieder und ich werde euch verschonen. Okidoki. Na gut. Wie ich gesagt habe, jetzt kommt der eigentliche, wahre letzte Bossfight. Höchstwahrscheinlich. Hoffe ich doch. Abscheulich. Hä, was ist denn jetzt los? So, die rote Plattform. Gelb. Wo ist blau? Erstmal schnell mit dir alles zusammenbauen, ne? Was ist das? Ein Ghetto-Blaster? Wo ist denn die blaue Plattform? Verpiss dich doch mal von mir! Geh doch weg! Gelb, blau, gelb, rot? Wo ist denn blau? Hier drüben vielleicht, dass ich das auch direkt mal mit ihr freilege, weißt du? So nämlich. Exakt. Jetzt das Ganze schnell zusammensetzen. So, jetzt aber. Okay. Da brauchen wir da Strom oder geht es so? Nee, da brauchen wir da Strom? I don't know, Alter. Ich weiß es nicht. Anscheinend braucht ihr meine Hilfe. Das sieht euch gar nicht ähnlich. Jetzt beeilt euch und beendet es. Glaub mir. Ich versuche es. Euer Widerstand macht mich bloß noch wütender. Ich find's ganz nice, dass seine absolute magische Plattform ein Bauteil ist aus der normalen, aus der reellen Welt, womit alles anfängt. Ich denke mal, ihr habt das auch alle mittlerweile verstanden, oder? Warum das nur so ein grünes Ding ist. Prinzip nur ein grünes Ding ist. Aber eigentlich ist es ja was ganz Besonderes.
Weil jeder, der mal mit Lego gespielt hat, hatte das Ding. Wisst ihr, was ich meine? Weil damit fängt ja alles an. Mit so einer grünen Plattform fängt alles an. Wechsel doch mal auf die alte jetzt. Was muss ich denn aber mit der alten jetzt machen? Ne? Vielleicht muss ich Batman auch größer machen. Warum? Warum kann ich das nicht wegziehen? Ich verstehe es nicht. Puh. Vielleicht. Jetzt raff ich's. Okay, jetzt, ich muss einfach nur auf der richtigen Seite sein. Nee, das ist nicht die richtige Seite. Alter, jetzt hat das gerafft. Jetzt habe ich es ein bisschen gerafft. Aber es ist gar nicht so leicht, weil es so umgekehrte Steuerung ist, wisst ihr? Ohne Scheiß, ich komme komplett durcheinander. Das ist alles umgekehrte Steuerung. Ist so verwirrend, weißt du? Du musst komplett in die andere Richtung denken. Einfach nicht geil. Lass das Fundament aller Dimensionen in Ruhe! Ihr wagt es zu versuchen, diese Dimension zu zerstören? Meine Dimension! Ist geschwächt und Lord Vortec ebenso ausgezeichnet. Okay, so. Was soll das? Warum schlägst du auf mich ein, Mensch? Ich hab auch Gefühle, Mann. Ganz in meinem Element.
was genau soll ich denn jetzt damit machen? Was genau? Jetzt nervt doch nicht die ganze Zeit, Mensch. Was soll ich aber damit die machen? Ich hab's noch nicht gesehen. Vielleicht, ah, das da hinten. Da, wo sie hochklettern können. Ein Eisen, ja. Okay. Gandalf. So, jetzt haben wir das auch. Aber was ist mit der Plattform hier vorne links? Mit groß und klein. Ist das denn schon alles for real? Ihr wandelt auf dünnem Eis. Macht es nicht noch schlimmer? Doch, wir wollen es endlich durchzocken. Ich muss hier vorne hin. Sagt es doch jemand. Ich habe echt keinen Plan, was man damit macht. Vielleicht ein bisschen. Nun, wie fange ich an? Wie ist immer noch nicht vorbei, oder was? Oh Gott. Na, dann zeig mal, was du drauf hast. Oh Gott, Leute. Ey, oh, ich muss ehrlich sagen, ich bin so froh, wenn es endlich durch ist. Ich habe stärkere Gegner geschlagen, während meine Maske falsch rum saß. Ich bin wirklich froh, wenn es vorbei ist. Shit. Mein Gott, ja, du bist so lustig. Ha 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 ha. Lustig.
sollte wohl sicher gehen, dass dem keine Bösen. Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Ich drive hier einfach nur lässig lang. Aua. Ey, ohne Witz, diese Taktik von Bossen, die kommt mir so extrem unnormal bekannt vor bei den Lego-Spielen. Wir hatten das alles noch, das gab es doch schon mal mindestens einmal, wo das eingesetzt worden ist, dieser Laser. Bin mir 1000%ig sicher. Wiederherstellen. Das ist keine Niederlage. Das ist nicht das Ende. Du hast recht, Vortec. Aber das schon. Kleine Schleife binden, damit Herr Groß und Grantig nicht herauskommt. Und ihr müsst genau da stehen bleiben. Gut. Stillhalten. Halt mal. Können wir irgendetwas tun? Ich schätze, ihr könntet schreien. Aber es kann gut sein, dass ich nicht mehr rauskomme, falls es klappt. Bist du bereit, Expo? Was du für eine Time Lord, bist du echt ungeduldig. So, letzte Berechnungen abgeschlossen. Lade sie jetzt hoch. Batman, Gandalf, Wildstyle. Richtet die Geräte, die ihr vom Dr. habt, auf Lord Vortec. Was tut ihr da? Wir geben dir, was du wolltest, Vortec. Perfektion. Das perfekte Gefängnis. Oh, my God.
Gut. Gefangen bis ans Ende der Zeit. Und das ganz alleine. Ein gerechtes Ende für so einen Feind. Was ist mit dem Doktor? Ist er okay? Ja, ich bin schon ewig hier. Wo wart ihr so lange? Vertraut mir, er ist sicher gleich wieder da. Jeden Moment. Gleich kommt er zurück. Ganz bestimmt. Funny story, I forgot how much of a big fat mess you are. I've been busy doing science, it's been tons of fun so far. Everything clean, nothing on fire, all by myself, finally. Things change when they don't replace your core. It feels so strange not to hate you anymore. But you wouldn't know, would you? Okay, das war's mit Lego Dimensions, oder doch noch nicht? Tja.
Tja. Gut. Ja, das war's. Ja, das war's mit Lego Dimensions, Leute. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Kurz mein Fazit, ich bin wirklich froh, dass es vorbei ist. Ich muss ganz ehrlich zugeben, das Spiel hatte so viel Potenzial, aber hat es absolut nicht genutzt. Das ist krass, weil erklärt habe ich es eigentlich schon. Der Bossfight war auch jetzt schon wieder so lame, Alter, wirklich, tut mir leid. Tut mir leid, das sind so, wie gesagt, das mit dem Laser, ich könnte schwören, das gab's schon mal in irgendeinem Lego-Spiel. Und wenn es das so in der Form gab, ist es lame einfach. Ja. Für mich sind die einzigen zwei richtig geilen Levels Simpsons und Portal. Dann gibt es noch ein paar Levels, die in Ordnung sind. Und dann gibt es ein paar Levels, die unfassbar scheiße sind. Bin ich ganz ehrlich. Also meiner Meinung nach zumindest. Und das ist ja irgendwie schon ein bisschen schade. Wenn man so viele Auswahlmöglichkeiten hat für geile Universen, die auch mit reinbringt, aber dann auf Ghostbusters Level, also Niveau, oder zurück in die Zukunft Niveau und so weiter. Also zurück in die Zukunft war ja jetzt nicht schlecht so in dem Sinne, aber es wäre viel, viel mehr möglich gewesen. Und Ghostbusters sowieso, also Ghostbusters Level hat den Namen nicht verdient. Es kommen kaum Ghostbusters vor, die verschwinden direkt. Eigentlich werden die direkt eingesaugt. Slimer ganz kurz zu sehen. Marshmallow Man gar nicht zu sehen. In dem Level zumindest. Und die große Statue sieht man nur den Fuß. Das war's. Also Leute, bitte. Also ihr könnt ja gerne mal eure Meinung selber reinschreiben. Das ist meine. Extrem viel Potenzial. Absolut nicht genutzt. Keine Ahnung, ob die Funpacks und die Zusatzlevel, die man sich da kaufen kann, ob die dann geiler sind bei den Universen. Es gibt ja beispielsweise, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es Ghostbusters oder Zurück in die Zukunft gibt überhaupt so als Levelpacks oder so. Weiß ich gar nicht, aber wenn die dann besser sind als das im Hauptspiel, finde ich das scheiße. So, na gut. Das ist meine Meinung. Ihr könnt gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, das Let's Play so ein bisschen. Bei dem einen Level, was da wirklich sehr langweilig war, habe ich dann auch Kommentare gelesen. Ja, das fand ich wirklich scheiße. Ich gebe einen Daumen runter und so. Kann ja jeder machen so, aber ich kann da nichts dafür. Also, ich versuche mein Bestes, aber für die Levels, ich habe sie nicht programmiert, Leute. Glaubt es mir, bei mir wird das anders aussehen. Bei mir wird ein Lego Ghostbusters Level anders aussehen. Gut, das war's. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen. Muss sagen, dieses Jahr war dann Lego Jurassic World viel besser. Ich habe da auf jeden Fall mehr Bock gehabt. Und ich hoffe doch, dass Lego Marvel, oder wie hieß es, Lego Marvel Avengers, oder wie heißt es neue, dass das auch wieder geiler wird. Und wahrscheinlich kommt nächstes Jahr nochmal ein neues Lego Dimensions raus. Habe ich Bock drauf, weil die Idee ist super, aber setzt es doch bitte besser um. Wäre cool. So, das war's jetzt aber wirklich. Danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst trotzdem gerne ein Like da zum Abschluss für das Let's Play. Schreibt eure Meinung in die Kommentare, checkt meine Facebook und am besten meine Twitter-Seite ab, um auf dem laufenden Stand zu sein für neue Let's Plays, denn einiges steht bald an. Assassin's Creed, Call of Duty, Lego Star Wars und so weiter und so fort. Also, seid gerne dabei, danke fürs Zusehen, haut rein und tschüss.